Das Wort hat jetzt Frau Artus. Herr Präsident, sehr geehrte Herren und Damen, die Sachzwangdiskussion der Regierungskoalition überzeugt mich nicht. Und dass die Standards so bleiben sollen, wie sie sind, empfinde ich schon fast als Androhung. Denn so sind sie auch nicht in Ordnung und so haben wir sie in der Vergangenheit auch schon oft kritisiert. Ich möchte das Senatsverhalten noch einmal aus einem anderen Blickwinkel beleuchten. Denn die Frage ist ja, warum geht der Senat ein solches Risiko ein, sich derart unbeliebt zu machen? Warum greift er ausgerechnet die Schwächsten der Gesellschaft derart in ihren Grundrechten an? Das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf körperliche und seelische Unversehrtheit und das Recht, Chancen ergreifen und nutzen zu können. Diese Grundrechte werden nämlich angegriffen und eingeschränkt, wenn Kitaplätze teurer werden, das Mittagessen mehr Geld kostet und der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz heruntergefahren wird. Warum widerspricht er mit dieser Kürzungskatastrophe seinem eigenen Leitbild Wachsen mit Weitsicht? Warum setzt er sich dem Trommelfeuer der Presse, der Opposition und der Bevölkerung aus? In diesem Zusammenhang muss man die Frage beantworten, warum die CDU seit 2001 und Schwarz-Grün seit 2008 Kita-Plätze ausgebaut und den Rechtsanspruch erweitert haben. Und ich sage Ihnen auf den Kopf zu, Ihr Hauptmotiv für die kleinsten Bürger und Bürgerinnen, öffentliche und professionelle Betreuungsangebote zu schaffen, war und ist dem Umstand geschuldet, dass die Unternehmer einen anderen Arbeitsmarkt forderten, auf dem sie sich flexibel an qualifizierten Fachkräften bedienen können. Und hierzu gehören eben auch Frauen im gebärfähigen Alter. Die Berufsfähigkeit, die Berufstätigkeit der Frauen, ihre hervorragenden Bildungsabschlüsse und der Bedarf der Unternehmen an einem flexiblen Auswahl an qualifizierten Arbeitskräften haben den Kita-Ausbau gefördert. Und nicht etwa ein kinderzentrierter oder frauenfreundlicher oder familienpolitisch verantwortungsvoller Politikansatz. Daher ist es fast konsequent und gleichzeitig eben auch entlarvend, wie der Senat jetzt reagiert. Wenn die Gewinne der Unternehmen runtergehen, dann muss auch der Arbeitsmarkt neu definiert werden. Und eines der wirkungsvollsten Steuerungsinstrumente ist die Verteuerung der öffentlichen und professionellen Kinderbetreuung. Und dies führt unweigerlich dazu, dass die traditionellen Strukturen wieder aufleben, die Männer auf Arbeitsplätze drängen, die bislang von Frauen besetzt waren und die Frauen zwangsweise zu Hause bleiben werden. Sie werden es in den nächsten Jahren erleben, wozu das führen wird. Die Frauenerwerbsquote wird weiter zurückgehen, beziehungsweise wird ihr Anteil im prekären Beschäftigungsbereich weiter zunehmen. Und es werden sich auch wieder mehr Frauen entscheiden, keine Kinder zu bekommen. Vermutlich wird sogar die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche erstmals wieder zunehmen. Und im Übrigen widerspricht die Erhöhung der Kita-Gebühren für behinderte Kinder eklatant der UN-Behindertenrechtskonvention, für deren Umsetzung Sie sich ja ansonsten sehr einsetzen. Sie können davon ausgehen, dass Sie eine Menge Wählerinnen und Wähler verlieren werden, wenn Sie derart einseitig auf die Entlassung und Restrukturierung in den Betrieben reagieren, statt auf die Erwerbsarbeit angewiesene Menschen in der Krise zu unterstützen. Und ich sage Ihnen, die Fraktion Die Linke wird nicht müde werden, diese Zusammenhänge immer wieder laut zu sagen und deutlich zu machen, dass Sie es nicht sind, die die Interessen der Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger vertritt. Sie haben sich mit dieser Maßnahme die Maske der sozial denkenden und handelnden Regierung vom Gesicht gerissen. Und ich rate Ihnen, Ihre Drucksache zurückzuziehen und in den Altpapiercontainer zu stecken.